Die weltweit größte Untertagedeponie für gefährliche Abfälle. Im hessischen Heringen ein gigantischer Abwasserkanal. Bei Essen eine Tierkadaververwertungsanlage im Moseltal. Wer sich freiwillig an diese Orte begibt, hat vermutlich beruflich mit Müll zu tun oder philosophisch. So wie Oliver Schlaut. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Philosophen beschäftigen sich vornehmlich mit Dingen, die nicht greifbar sind. Das kann man vom Müll ja nun wirklich nicht behaupten. Wie kam es denn, dass Sie sich als Professor für Philosophie und politische Ökonomie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben? Nun ja, Philosophen sagen, sie beschäftigen sich mit Dingen, die nicht greifbar sind. Das stimmt ja so nicht ganz. Ja, es gibt eine Kunstphilosophie, es gibt eine Religionsphilosophie, es gibt eine Philosophie des Geistes. Also die Philosophie beschäftigt sich eigentlich mit den fundamentalen Aspekten und Dimensionen unseres Lebens. Und dazu gehört auch der Müll. Ja. Ja. Wer von uns macht schon Kunst? Müll machen wir alle. Absolut. Jeden Tag eine ganze Menge. Das stimmt. Und was haben Sie auf Ihrer Reise gesehen oder erkannt, was Ihnen vorher noch nicht klar war? Nun, was habe ich auf dieser Reise erkannt? Erst einmal habe ich diese Reise unternommen, weil niemand sonst sie unternimmt. Und das ist kein Zufall. Wir wollen und sollen diese Reise ja gar nicht unternehmen. Unsere ganze Müllwirtschaft ist ja darauf ausgelegt, dass der Müll einfach verschwindet. Ja, wir ziehen die Toilettenspülung und der Dreck ist weg. Wir werfen unseren Hausmüll weg und am nächsten Morgen ist die Tonne wie von Zauberhand wieder leer. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja eine Illusion. Die Dinge sind noch da. Und genau das war der Antrieb meiner Reise. Ich wollte einfach schauen, wo bleiben sie? Wo gehen sie hin? Das heißt, dass der Mensch ein Verdrängungskünstler ist, ein Verdrängungsfachmann, wird beim Thema Müll besonders deutlich? Ja, der Mensch, das möchte ich nicht sagen, wir heutigen Menschen sind es. Es scheint mir etwas spezifisch Modernes zu sein. Ja? Wir denken immer, dass die Menschen früher dreckig gewesen sind. Das waren sie vielleicht nach unseren heutigen Standards auch, aber immerhin. Selbst wenn sie dreckig waren, sie hinterließen keinen Dreck. Ja, während sich dieses Verhältnis bei uns heutzutage vollkommen umgekehrt hat. Wir sind sauber und hinterlassen einen wahnsinnigen Dreck. Das heißt, Menschen vor uns haben effektiver recycelt oder einfach viel weniger Müll produziert? Sie haben zum einen viel weniger Müll produziert. Vor allem haben sie keinen Müll produziert, der hochgradig giftig war, wie wir dies heute tun. Recycelt haben sie eigentlich nicht, aber sie haben eben eine Art von Abfall produziert, die von der Natur selbst recycelt werden konnte. Und heute machen wir genau das Gegenteil. Ja, wir stellen einen Müll her, der uns sprichwörtlich über den Kopf wächst. Ja, er kann weder von der Natur noch von uns noch recycelt und behandelt werden. Und die Mülltrennung in Deutschland ist ja ein spezifisch deutsches Phänomen. Gaukeln wir uns da was vor? Absolut, ja. Die Mülltrennung ist vor allem ein Wirtschaftszweig, aber sie reduziert weder das Müllaufkommen noch behandelt sie erfolgreich unser Müllproblem. Was ist mit dem gegenwärtig doch durchaus stark zu spürenden deutschen Anliegen, dem Rest der Welt gut zu tun? Also die aktuelle Regierung betont das schon täglich in ihren Handlungen. Wird das in Bezug auf Müll von der Politik ebenfalls verdrängt sozusagen? Nun, immerhin sind wir Deutschen auch Weltmeister, nicht in der Vermeidung, sondern in der Produktion von Verpackungsmüll. Ja. Wir haben, glaube ich, der restlichen Welt keine Lektion zu erteilen. Aber es gibt ja immerhin mittlerweile Läden, in denen die Ware nicht mehr verpackt wird, auch hier in Bremen. Plastik wird reduziert, wo es eben geht. Haben Sie denn letztlich, nachdem Sie sich so intensiv damit beschäftigt haben, auch ein wenig Hoffnung, dass die Menschheit das Müllproblem irgendwie noch in den Griff bekommt? Nun, Sie, ich selbst bin privat auch Kunde bei einem Unverpacktladen und praktiziere das mit viel Enthusiasmus. Aber gleichzeitig musste ich über die Recherche am Buch auch einsehen, dass das eine Illusion ist. Ja, jeder EU-Bürger produziert im Jahr etwa 5 Tonnen Müll und davon gehen nur 10% durch unsere eigenen Hände. Die restlichen 90% entstehen hinter unserem Rücken. Zum Beispiel bei der Produktion der Produkte, die wir konsumieren. Das heißt, ein Unverpacktladen, das ist im Grunde Folklore. Es mag einen sensibilisieren für gewisse Aspekte unseres modernen Lebens, aber es löst nicht das Problem. Zugemüllt, eine müllphilosophische Deutschlandreise, so heißt das soeben erschienene Buch von Oliver Schlaut. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Bremen 2. Sehr gerne. Tschüss.